Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse hier bei Crush 43 89. Weiter geht es mit den 5 Sterne. 6 Sterne. Mit den 6 Sterne Parallelquests. Wir merken schon, die sind wirklich hardcore schwierig und ja, ich hatte da wirklich massig Probleme jetzt gerade bei den letzten. Besonders. Oh, meine Fresse. Besonders mit Potara-Krieger habe ich da bislang immer ein gigantisches Problem, weil ich es einfach nicht bis zum Ende schaffe, weil Buu, Super Buu einfach nicht überleben kann. Bei den Kämpfen. Ich weiß auch nicht, da ist manchmal Glück im Spiel, weil man kann nicht ständig den Charakter beschwitzen. Naja, sei es drum. Machen wir also weiter mit den Cell Games fortgesetzt. Oh. Hoffe mal, dass man das jetzt, dass wir diesmal nicht so viele Probleme haben werden. Ich meine, dazwischen ist auch wieder das Problem gekommen, dass das Spiel abgestürzt ist, habe ich euch schon im letzten Part erzählt. Zum Glück hat es die erste Aufnahme überlebt, aber jetzt, leider Gottes, scheint das Spiel ein bisschen Probleme zu haben, weil es jetzt dazwischen laggt und die Ladezeiten sind jetzt noch länger. Dazu noch, die haben einen größeren Delay. Anscheinend ist es ein Problem, wenn das Spiel dazwischen abstürzt und wenn es dann wieder funktioniert nach einem Neustart, dann, ja, ist trotzdem noch, hier seht ihr gerade das Problem mit den Laggen. Und das, obwohl mit dem PC eigentlich nicht sein sollte. Das finde ich so übelst kacke. Das Spiel muss ich anscheinend dann erstmals wieder nach und nach erholen. Ich weiß auch nicht, irgendein Fehler ist dann da drin, wenn es wieder neu gestartet werden muss nach dem Absturz. Weil der Absturz kommt dann nur vor, wenn ich den Taskmanager einschalte, weil ich wüsste nicht, wie ich mit dem Spiel ansonsten, ohne das Spiel gleich komplett zu verlassen, wieder auf meinen Desktop und die Programme darauf zugreifen kann. Das geht ansonsten nicht, weil ja die Maus auch noch mit einbezogen ist bei der Steuerung und das finde ich, wie gesagt, echt kacke. Ah. Das nervt mich voll ab, wie das geregelt. Das ist einfach blöd geregelt. Ich denke, das hätte sie wirklich viel besser machen können. Der Steuerung. Ich bin wirklich kein Freund davon. Aber sowas von. Das ist echt nicht nice. Sorry, Leute, aber. Also. Sorry, liebe Entwickler, aber das hättet ihr besser machen können. Jetzt merkt man, es ist viel los auf dem Bildschirm und da laggt es dann saumäßig. Was normalerweise eigentlich bei dem Spiel nicht der Fall sein sollte, bei meinem PC. Da habe ich dann voll die Frame-Drops, aber auch nicht wegen Fraps, sondern direkt wegen dem Spiel. Ach. Und das... Ah, Mann! Ihr merkt es. Es bleibt nicht flüssig. Und das kann sich natürlich auf die Zwischensequenzen vom Story-Modus auch noch auswirken. Naja, aktuell wird das ja der letzte Part meiner aktuellen Aufnahmesession sein und dann wird sich bestimmt das Problem bis dahin wieder gelegt haben. Aber dennoch, ich möchte nicht mehr, dass es nochmal passiert, dass es ein Absturz... Ich möchte nicht mehr, dass es ein Absturz kommt. Da muss ich leider Gottes dann doch komplett aus dem Spiel wieder raus dazwischen. Weil dann kann so etwas gar nicht passieren. Ich finde es aber trotzdem echt behindert, dass das sein muss. Dass ich extra komplett aus dem Spiel raus muss, nur damit ich auch auf den Desktop und auf den PC und die anderen Programme zugreifen kann. Es ist irgendwie blöd gemacht. So, die Cybox. Hm. Ach, ich sollte sie anvisieren. Dann erst kann ich sie auch treffen, Mann. Dummheit. So. Ihr schmeckt einen ultimativen Angriff, C17. Au, C18, lass mich in Ruhe. So, hier. Hier kriegst du. So, mal schnell aufladen. Ich will meine Super Saiyan Power behalten. Na, na, na. Lass meine Partner in Ruhe, C17. Habe ich da jetzt nur C18 getroffen? Na gut. Ist auch nicht schlimm, wenn ich beide treffe. So soll es ja auch sein. Hey, C18, bleib weg von mir. Du hast zwei andere Gegner.
Wehe, wenn es jetzt mich attackiert. Ah, du blöde Kuh, ich bring dich um. Jetzt reicht's, jetzt bist du mein Ziel. Du wirst zuerst sterben. Okay, C17 ist down. Jetzt bist du dran. Ah. Hier, Bitch. Schmeck meine Fäuste. Zack. Wie gefällt dir das, ne? Na, na, na. Wer wird denn gleich? So, jetzt müssen wir sie gleich Hale haben. Jetzt fehlen... Wie viele Gene fehlen jetzt eigentlich noch? Und Videl mit so einem Gohan. Das dürfte interessant werden. Videl ist eher das geringste Problem. Sie ist halt die Schwächste. Sie ist zwar weitaus stärker als ihr Vater, aber auch nicht stark genug. Naja, sie könnte vielleicht Probleme bereiten. Deswegen... Jetzt hat das, was wir jetzt erstes entfernen. So, und jetzt Piccolo. Immer zuerst die Schwächeren und dann das stärkste Glied der Kette. Weil, wie ist es so schön, diese Tour klingt zwar etwas feige von mir, aber wenn man das schwächste Glied zuerst zerstört, dann zerfällt die ganze Kette, dann hat man umso mehr Chancen. Das ist nur eine Taktik beim Spielen. Im Real Life würde ich niemals so weit gehen. Weil das ist ja eher, Mobbing. So etwas würde man wirklich als Mobbing betrachten. So, und zwar bin ich ja natürlich nicht. Ich bin ja selbst Mobbing-Opfer gewesen zu meiner Schulzeit. Kennen wir ja, wegen meines Asperger-Syndroms. So. Der springt über meinen... So, Schluss, Piccolo. Stirb endlich mal. So, nice. Ey. Na verdammt, ich wollte mich noch aufladen. Alter, meine Teammitglieder sind bald am Ende. Jetzt Schluss. Und tschüss. So, Son Gohan. Jetzt bist du dran. Ah, oh, nee. Kommt auch noch mit einem ultimativen Angriff. Hat er sich verwandelt? Ich denke... Ja, er hat sich verwandelt. Und das ohne Vorwarnung. Und tschüss. Ach, schade. Kein Bonus-Achievement. Aber immerhin jede Menge Punkte und Kohle. Das ist auch gut so. Hier könnte ich... Die könnte ich wirklich gebrauchen. Ach man, diese Frame-Drops nerven. Ich hoffe, das Spiel erholt sich bald wieder dadurch. Also davon. Oh man, ey. Son Gohan und Videl sind auch wieder da. Aber ich bleib erstmal bei Vegeta. Als Lehrmeister. Ich möchte dann schließlich Final Flash auch noch bekommen, wenn das dann die Fähigkeit sein wird, die ich mir von ihm bekommen kann. So, stoppe Bills zerstören. Das ist eine einfache Aufgabe. Da habe ich auch schon das Bonus, den Bonus erfüllt. Ist eigentlich auch wirklich nichts Schweres. Man muss einfach nur dafür sorgen, dass Majin Buu am Leben bleibt. Und er ist der einzige Gegner. Aber wenn man ihn besiegt, dann kann es sein, dass Whis noch dazu kommt. Das kann auch passieren. So, aufpassen, dass du nicht von Anfang an gleich so viel Schaden nimmst. Das kann nämlich auch dazwischen passieren. Das Problem ist leider jetzt bei Bills, dass er von erstmals keinen Rückstoßschaden erleidet. Und leider Gottes treffe ich wieder mal nicht mit meinen Anke-Techniken. Naja, aber wenn ich erstmals treffe, dann mache ich saumäßig Schaden. Au, 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 au. Toll. Jetzt bin ich wieder im Brechermodus. Das hasse ich. So. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe, ne? So.
Jetzt bin ich wieder dran. Aha, kommst du freiwillig zu mir? Wie nett von dir. Alter! So, nice, Schaden. Es ist auch nötig, weil der hat ja zwei Energieeinheiten. Macht's natürlich so schwieriger. Ach, verdammt, nicht rechtzeitig. Egal, verwandle ich mich halt dazwischen mal schnell. So. Kann natürlich, das geht natürlich ja auch. So. Oh yes, baby. So, kassierst du ordentlich, Bills. Du willst was? Du willst Zerstörung? Hier bekommst du sie. Ich hab doch auf Aufladen gedrückt, mein Gott. Hm. Ja, ich würde es auch wirklich so gerne mal sehen in einen Story-Modus, in einer Was wäre Wem-Saga oder zumindest hier direkt bei. Ach, schade, kein Bonus-Achievement. Aber immerhin ein Level Up. Würde ich auch so gerne Was wäre Wem-Saga oder direkt auch in TV sehen, wenn die wenn der vierfache Super Saiyan gegen Bills antritt. Das wäre ein spannender Kampf. Obwohl, ich glaube, der Vierfache wäre dann stärker als Bills. Whis ist ja eher der Stärkere von beiden. Weil Whis hat ja Bills zum Gott der Zerstörung gemacht. Das alles liegt ja auf seiner Kappe. Auch wenn er nicht danach aussieht. Und wenn es so aussieht, als würde er, als wäre, der Gott der Zerstörung sein Vorgesetzter. Es sieht immer so danach aus, aber in Wirklichkeit ist dem ja nicht so. So. Nächste Quest. Noch ein Freezer-Albtraum. Oh, scheiße. Ah, Gott. Das könnte noch ein Rahmen sein, aber das hier wird wieder so eine Scheiß-Mission. Das hat aber zu lange gedauert, bis das. Oh Gott, diese Delays, ey. Ich bin echt schockiert, gerade, dass das Spiel nicht richtig funzen möchte. Ist nur wegen den einen Absturz dazwischen. Nur weil ich den Taskmanager jedes Mal einschalten möchte. So, jetzt muss ich wirklich darauf achten, dass Freezer nichts passiert. Er ist wenigstens in seiner vollen Kraft, so geht das noch. Aber ausgerechnet solche Gegner wie du? Warum eigentlich? Ah, müssen das so viele. Alter, hört das mal auf zu laggen. Das geht mir schon richtig gegen den Strich. Oh, ich hoffe, dass das bald wieder. Dass das bald wieder legt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, nein! Das lässt ihn mal schön bleiben, mein Freund. Ach, come on! Ah. Nein, Freezer darf nichts passieren. Der hat jetzt schon wieder Schaden genommen. Alter, nein, du bleibst schön da. Hier. Komm, schockierenden Todesball für dich. Und noch einen, weil es so schön war. Und tschüss, Super Boo. Und jetzt der Dicke. Wo ist er? Da ist er. Oh, nee. Er kommt Kid Buu auch noch hinzu. Ich dachte, ich kann es bei einem Gegner belassen. Oh, ich hoffe, dass Freezer nicht gerade im Bedrängnis ist. Ach, Freezer, bleib einfach weg, okay? Du talkst geradezu gar nichts. Du sollst der. Nein, bleib weg von ihm, habe ich gesagt. Mann, hörst du schwer? Es ist schön und gut, dass du auch ein bisschen mitwirken willst, aber. Ich wünschte, diese Partner würden lieber versuchen, vom Gegner fernzuhalten und den Angriffen auszuweichen. Oh, Entschuldigung. Gesundheit.
So. Weiter geht's. Alter! Ich kann auch ernst machen, weißt du? Mein Digga. Verdammt. Ah, je. Gottverdammte Scheiße. Freezer! Ich möchte, dass sein Power noch über 50% bleibt. Ich muss die ganzen Gegner vom Freezer fernhalten. Ja! Hört auf abzublocken dazwischen! Das wird ja nichts bringen! Ah. Wie die alle davonrennen! Wenn ich versuche, ihnen nahe zu kommen, dann... Oh shit! Jetzt hat er über die Hälfte seiner Energie verloren. Ich glaube, das Bonus-Achievement kann ich vergessen. Alter! Schön, dass er sich halt ohne Super Saiyan Power Angriff ein und der geht natürlich immer daneben! Es wäre schön, wenn wirklich mal meine CPU-Partner, also vor allem diejenigen, die ich beschützen muss, dass sie ein bisschen defensiver denken und sich lieber von Gegnern fernhalten und vielleicht nur ab und zu angreifen, wenn die Zeit dazu reif ist. So. Okay. Noch Majin Buu und dann war's das. Naja, noch nicht ganz, weil da kommen noch andere dazu. Ich wusste es ja. Kommt Vegeto und... Oh mein Gotenks. Wo sind die? Es ist möglich, mein Kleiner. Fick dich damit ab. So, Vegeto, bekommst jetzt auch meinen Schlag ab. Hier. Yeah. Oh Gott. Also das kann er nicht, das kann er nicht sein. Oh shit. Ach shit, ey. Oh Mann, der hat da. Muss ausgerechnet mein Ausdauer wieder wegfallen. Du Kleiner! Und da blockt er! Hier, zack! Ich will mich jetzt mal auf Vegeto konzentrieren. Wo ist er? Freezer bleibt von ihm fern, das ist gut. Ah! Alter! Kann ich auch mal angreifen? Au! Oh nein! War das jetzt Gotenks? Ach, warte! Oh Gott, der hat eine hohe Defensive. Ich frage mich, beim Bonus-Archivend wird er bestimmt eine Superform annehmen und dann ist er doch umso schwieriger zu besiegen. Ja! Oh, du bleib von mir fern, du Spast! So. Noch ein letzter Angriff. Nix Auszeit. Du wirst jetzt verkloppt, Kleiner. Ach, er hat schon weniger als 50%. Ich glaube, das Bonus-Achievement kann ich wieder vergessen. Und es sind schon über 5 Minuten vergangen. Das kommt auch noch dazu. So. Finisher? Moment. Aber Vegeto ist... Ah, nein. Ich glaube, ich weiß das. Wir sollten zuerst Gotenks besiegen und dann... Da kommt dann schon das Bonus-Achievement. Falscher Knopf. Oh, 2 Energieeinheiten. Und dementsprechend natürlich auch kein Rückschussschaden. Jetzt wird's wieder heftig. Und es laggt wieder wie Sau. Ach, Mann. So, jetzt bin ich nah genug. Und zack. Yes, Mann. Ich liebe es. Nein! 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 Scheiße! Das ist ja wirklich unfair. Oh, oh. Da hat er mich schon im Kieker. Das wird heftig. Ich muss Vegeto zuerst schlagen, weil der bereitet mir dann die meisten Probleme. Alter. Okay, Gotenks, jetzt reicht's. Dann will ich halt dich zuerst von Knöpfen.
Wenn du nicht davon rennst! So, jetzt reicht's, Kleiner. Hier bin ich. Oh je, dementsprechend macht natürlich kaum Schaden. Wo ist er? Wollte er die Super Ghost Kamikaze Attack einsetzen? Scheint so. Wo ist eigentlich Freezer? Bisher scheint er keinen Schaden zu erleiden. Das ist gut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein. Bitte Freezer. Oh nein, Super Ghost Kamikaze Attack. Das macht es ja noch schlimmer. Hier. Du bekommst halt einen Fernangriff. Oh shit. Oh shit. Oh nein, Freezer ist fast down. Wenn der besiegt wird, dann ist es wieder verkackt. Das will ich nicht. Nein. Das ist immer noch. Oh shit. Weiß ich auch, warum ich nicht zum Aufladen komme. Oh shit. Ich habe kaum noch Energie. So. Mann, Gotenks. Jetzt geh mal sterben. Ich hoffe, die anderen kommen noch klar. Ah, wie geht, hat sich wieder belebt. Nice. Besteht vielleicht noch Hoffnung. So, Gotenks, jetzt reicht's. Bleibst jetzt schön stehen. Und lässt sich treffen. Wie ein Mann. Freezer, bitte bleib am Leben. Bleib am Leben. Um Himmels Willen, bleib am Leben. Bis dass das geschafft ist. Mann, bleib stehen, du. Oh nein. Nicht schon wieder. Oh nein. 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 Und Vegeta ist weg. Das gibt's nicht. Das. Hör auf. Scheiße. Ah, wie oft spammt er das noch? Nein! Ich wusste es doch. Aber ich konnte ja nichts machen. Ich wollte mich aufladen. Oh, shit. Aber immerhin wissen wir das Bonus-Achievement, dass Gotenks anscheinend zuerst besiegt werden muss. Und dann erst Vegeto. Aber dass Gotenks sich wiederbelebt, das ist echt scheiße. Ich wusste ja, das ging dann schief. Dann, das kann der Freezer nicht überleben. Das hasse ich auch so. Solche Missionen hasse ich jetzt wirklich, dass jedes Mal der Partner nicht sterben darf. Mann! Oh. Wow. Ja, sein Meister. Ich dachte, dass diese Mission noch gar nicht gibt. Okay. Na schön. Besiege Gotenks vor Vegeto. Yep. Aber das wurde allerdings jetzt erschwert wegen. Mann! Ich bin echt doch aggro wegen dem. Na gut. Schaffen wir es vielleicht, Super Saiyan Son Goku, also Super Saiyan Gott Son Goku, zu besiegen? Wird wohl das. Hey! Nice! Schau mal an, wen wir da jetzt gerade freigeschaltet haben. Aber wahrscheinlich kommt es in anderen Formen auch nur freischalten, wenn man die Bonus-Achievements erfüllt. Aber trotzdem, das ist nice! Vegeto! Haha! Sowas finde ich doch geil! So. Also wir müssen auch nicht Bills beschützen, wir müssen selber gegen ihn antreten. Oh oh. Natürlich wieder kein Rückstoßschein und mehrere Energie leisten. Warum auch nicht? Aber dafür epische Musik dazu. Na schön. Dann setze ich auch meine volle Power ein. Alter. Aber das stört den wieder mal kaum. Alter. Oh, Mann. Was? Flieht er etwa? Ah, du. Mann. Muss das sein?
Gibt's auch wieder einen Zeitsoldaten? Das wäre echt nice. Nee, ich kann nichts erblicken. Ich kann nur Gegenstände erblicken, aber keinen Zeitsoldaten. Und ich erblicke auch noch nicht mal das Portal. Wo ist das? Moment, Gott, dazu. Was? Was willst du denn hier? Halt er mich? Hallo? Ich will mit dir reden. In der Luft, das ist so blöd, da kann man... Ah, Mann. Ja, das muss ja passen. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da los war, aber Key hat er mir keins, also sein... Also Energie hat er mir keine gegeben. Na schön. Bringen wir es zu Ende. Mein lieber Super Saiyan Gott. Autsch. Oh, dieses Laggen nervt wirklich allmählich. Das liegt auch nicht an der vollen Festplatte, weil so viel habe ich noch nicht aufgenommen. Also so viel Speicher habe ich nicht verbraucht dafür. Aua. Das ist die Super Drachenfaust. Die Technik wäre nice, wenn ich die lernen könnte. So, jetzt reicht's. Hier. Schmeckt das! Es treffen würde, verdammt. Ah, es ist halt blöd, dass ich ihn niemals irgendwas treffen kann. Ah, jetzt. Okay. Das wäre meine Chance, ihn jetzt zu treffen. Ach man! Ich hasse es! Der bleibt an einer Stelle stehen. So, jetzt aber. Schöner Treffer. Und leider Gottes flieht er wieder. Muss ich wissen, wo ich jetzt lang muss. Das haben wir gleich. So, mal sehen. Im Weltraum. Wow. Hoho. Das dürfte interessant werden. Das ist mal wieder eine interessante Location. Du Spinner. Also du Schlawiner. Du wolltest mich tatsächlich gleich mit einem Superangriff treffen? Oh. Was denn? Das trifft... Es ist genau dasselbe Fehler wie bei den Cell Games. Ich bin überhaupt nicht im Angriff drin gewesen. Und das trifft mich trotzdem. Ich verstehe das nicht, was da los ist. Und ich verstehe nicht, warum ich nie mit meinem ultimativen Angriff treffen kann. Oh Mann. Ja. Genau. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir auch dann im Film gesehen. Obwohl er nur Super Saiyajin war, ist er trotzdem abgegangen wie ein Zäpfchen und konnte mit Bills mithalten. Alter. Schon wieder zu weit entfernt für den Angriff. So, jetzt aber und tschüss. Aber leider war es das schon wieder. Kein Bonus-Achievement. Aber dafür ein Level-Up. Hier kann man wirklich sehr viele Level-Ups kassieren. Auch klar. Ist auch klar, weshalb. Also ist klar, warum. Weil das schon ziemlich Hard-Kommissionen sind. So, ich glaube, die Frame-Drops oder... Ja, das Laggen legt sich langsam wieder. Aber ich will jetzt natürlich nicht... gleich... alles... wie soll ich sagen? Ich will mir jetzt keine falschen Hoffnungen machen. So, diesmal gleich komplett ausgeglichen. So. Dann machen wir weiter. Es gibt noch zwei Parallelquests in Stufe 6 zu erfüllen. Also mit Stufe 6 zu erfüllen. Potara kriegen muss ich auch noch irgendwie schaffen, aber ja. Das ist alles andere als leicht. Alte Feinde und Dragon Balls. Oh je. Drei Dragon Balls zurückholen.
Uff, der Gott der Zerstörung, sein Meister. Da hatten wir schon so ein Desaster mit den beiden beim Story-Modus. Oh Gott. Das dürfte wieder haarig werden. Aber immerhin Vegeto ist nice. Nice, dass wir jetzt Vegeto auch, dass wir Vegeto auch freigeschaltet haben. Nur hat er mehrere Formen. In einer kann er sich wahrscheinlich in einen zweifachen Super Saiyajin verwandeln, weil das hier ist nur seine normale Super Saiyajin-Form. Oh Gott, das sind eigentlich alle! Und dann müssen wir Dragon Balls auch noch gleichzeitig finden. Ich könnte mir gar nicht erzählen. Weil die Typen gehen hier ab wie ein Zipf. Au! Was war das jetzt? Kid Buu! Natürlich. Oh, dafür wärst du büßen! Aua! Jetzt reicht's! Ach, scheiße, und ich verfehle Freezer! Hör du mit deinem Affentheater! Jetzt reicht's! Hier! Natürlich war das wieder nix mit Treffen. Gott. Aber wenn ich die besiege, dann dürfte ich das Bonus-Achievement erfüllen. Dem müsste es so sein. So. Gut, Sir, du willst also gegen mich kämpfen? Meinetwegen. Alles in volle Power. Das ist also die ultimative Dragon Ball-Suchmission, weil man gegen alle Gegner in deren vollen Power antreten kann. So. Nice. Oh oh. Schon wieder Saiyajin Power aus. Na schön, dann schnell aufladen. Oh nein. Ach shit, ey. Jetzt gehen sie alle auf mich los. Ne, ist klar. Seems legit. Oh Mann. Und alle sind wieder fast down, ey. So, fast Hamas. Oh ne, Vegeta. Also Vegeto, habe ich Vegeta gesagt? Geh down, Cell, Mann! Ach, scheiße. Come on! Mach's endlich down! Übrigens ist einen, ja, endlich! Oh shit. Oh nein! Das war klar und ich kann mich nicht erholen, ich habe keine Ausdauer mehr! Shit, zahnen sie mich. Ah, nein! Die konnten mich nicht in Ruhe erholen lassen. Scheiße, genau das habe ich befürchtet, dass das passiert. Nee, so lasse ich mich nicht abspeisen. Diese Säcke. Ich hasse das. Oh. Wieder die Partner nützen auch kaum was, weil die werden schnell besiegt. Weil die abgehen alle. Vielleicht sollte ich mich lieber auf die Dragon Balls konzentrieren, aber dann bekomme ich bestimmt nicht das Bonus-Achievement. Die Bonus-Anforderung, dann geht das nicht. Sonst will ich das natürlich nicht enden lassen. Ich glaube, Vegeto ist doch ein bisschen schwächer als die beiden. Deswegen... Ich hoffe, ich habe dieses Mal Glück, dass Vegeta wiederbelebt wird. Boah, das ist echt scheiße. Gott, ja, gleich alle drauf mich. Alter. Ja, ich will Freezer. Der hat's auf mich abgesehen. Oh Gott. Meine Partner haben da kaum Chancen. Wo bitteschön fliege ich hin? Ich wollte eigentlich... Hallo, danke schön. Doch Zeit, dass ich endlich mal einen anvisieren kann. Alter, das gibt's aber nicht. So. Au! Welchen Super Saiyajin bin? Super Saiyajin...
sind wir immer überlegen. Verdammt. Ach shit, ja, ist klar. Chillt doch mal euer Leben. Ja, helft mir mal einer. Ich hab keine Chance. Boah, ihr seid doch fies, ey. Hallo, was sollte das denn? Ja, bitte, mich wieder, bitte. Wieso sind alle auf einmal auf mich losgegangen? Und da, es sieht man schon wieder. Es konzentriert sich, die meisten konzentrieren sich wieder auch nur auf mich. Ach hier, Ersche, jetzt hört auf. Nein! Mann, das ist ja echt unfair. Ich will eine Sensu-Essenz dafür hergeben. Was ist denn da los? Ich kriege ja gar nicht zustande. Ich habe keine Gelegenheit, irgendwas zu machen, weil die mich losgehen. Das ist doch voll krank. Ey. Kleiner, bringst mich zwar voll zur Weißglut. Verdammte Scheiße. Boah, fuck. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Steh auf. Mit der Energiekapsel. Und gut ist. Oh. Oh, oh. Ach, lieber entfernen. Wenn du bloß nur einer wäre, da hätte ich bessere Karten. Oh, fuck. Wo kommst du denn her? Ach, meine Fresse, ey. Das ist ja nicht euer Ernst. So, kassiert das endlich mal. Och, was zum Teufel? So, Volltreffer. Doch, du wirst jetzt versagen. Endlich. Und jetzt seid ihr dran, ihr Spasten. Oh, ich mach euch kalt. Geh weg! Versuch mich aufzuladen. Shit, meine Ausdauer ist schon wieder weg. Ja, und das bekomme ich jetzt. Was? Ich dachte, ich wäre noch in Super Saiyan-Modus. Verdammt. Alle meine Partner gehen drauf, weil das viel auf einmal los ist. Toll, jetzt sind sie alle K.O. und jetzt gehen wieder alle auf mich los. Aber wenn sie alle von meinem Angriff reingeraten, dann haben sie keine Chance. Du wirst Ärger? Verdammt, nein! Das ist so blöd, dass sie alle auf einmal... Ja, pff. Ja, normal, ne? Fuck! Super Saiyan Power zu Ende und ist immer noch beide am Leben! Oh, shit. Du willst Krieg, Kleiner? Ach, wann? Verdammt! Komm, 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 verwandle dich endlich! Und jetzt! Verschwinde! Verdammt doch mal, ey! Geht weg! Oh, verdammt. Bitte überlebt das! So, und jetzt wieder volle Power. Come on, bitte mach ihn jetzt endlich down! Mach beide down! Okay, wenigstens ist er jetzt weg vom Fenster. Jetzt fehlt nur noch Kid Buu. Einen einzigen Gegner schaffe ich wohl. Oh, Mann. Scheiße. Ja, ja, ja. Du beeindruckst mich kein bisschen mit deinem Scheiß hier. So, und... mit dir. Oh, Gott. Ich sollte die anderen wiederbeleben, wenn ich die Chance dazu habe. Ich habe ja noch Zeit. So, wo sind sie? Da. Da liegen sie. Ach, ey. Ja, kann ich sie wiederbeleben? Hallo, ich bin im Kreis. Ich sollte B drücken. Was ist hier los? Können sie nicht mehr wiederbelebt werden, oder was? Achso, ich muss sie anvisieren, Herrgott. Ach.
So. So, du stehst auch auf. Gut, und jetzt die Suche nach den Dragon Balls. Gut. Ich weiß nicht, was das werden soll, Vegeta. Ja, ist gut. Ich kapier's hier. Hab's ja kapiert. Was ist mit Vegeta los? Wieso hat er schon wieder so viel Energie verloren? Und wodurch? Ist doch kein Gegner mehr da. Der ist irgendwie im Kreis rum und dann hat er Energie. Dann hat er Energie verloren? Ich weiß, jetzt muss ich den anderen finden, aber wo? Ist er in dem Gebäude drin? Oh, das kann ich doch nicht zerstören. Unsichtbare Wand, FTW. Ach so. Hier irgendwo. Hier irgendwo muss der sein, aber wo? Hoffentlich ist er nicht irgendwo hineingeglitscht, weil dann kann ich ihn gar nicht kriegen. Sind wir mit den Bäumen? Herrgott nochmal, wo ist der Dragon Ball? Ich wünschte, den könnte ich anvisieren irgendwie. Mann, ich wünschte, ihr könntet mir helfen zu suchen. Herrgott nochmal, wo ist der Dragon Ball? Ich brauche doch. Verdammte Scheiße. Steckt er irgendwo in der Luft? Aha! Da. Bei der U-Bahn-Brücke. Oder was auch immer das für eine Brücke darstellen soll. Da gibt es ja so einen speziellen Begriff, aber der fällt mir gerade jetzt in dem Moment nicht ein. So. Nur noch einer und dann entweder Bonus-Achievement, da ich ja alle besiegt habe, oder ja. Oder gleich normaler Filz. So. Letzter Dragon Ball. Und wie sieht's aus? Finisher. Und? Aus. Ja, leider. Aber immerhin geschafft. Oh mein Gott. Schon solche Missionen werden zu einer Katastrophe. Ah. Ist echt nicht euer Ernst. Und der Part wird jetzt bestimmt schon viel zu lang dafür, weil ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe für die letzte Quest. Und ob ich sie überhaupt schaffen kann. Oh, Gott, so zerstöre unseren Meister. Na schön, ich will es trotzdem machen. Dann wird halt der Part jetzt viel zu lang. Was soll's, scheiß drauf. Ich bin jetzt ein bisschen außer Puste wegen den ganzen Parallelquests. Dafür wird es dann wirklich im nächsten Part weitergehen mit der Story. Ich brauche jetzt etwas. Ich brauche es jetzt etwas ruhiger dazwischen. Oh Mann, das wird heftig. Ich hatte damals schon Probleme. Alter. Ah, Whis. Der Typ zieht mir jetzt schon zu viel ab. Und was mache ich? Einen Scheiß mache ich. Ich kann gar nichts gegen ihn ausrichten. Wo ist er denn? Was zum... Bills, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. Wo sind sie? Ich darf sie zustimmen und sie sind immer sonst wo. Das gibt's nicht, oder? Warum trifft der gottverdammte Angriff nicht? Vielleicht, weil ich sie vorher nicht anvisiert habe, oder was? So. Das ist ein kleiner Treffer. Oh shit. Keine Ausdauer. Das bedeutet, ich kann mich auch nicht erholen von dem Schlag. Oh. Mann, jetzt leider mal endlich einen Rückstoßschaden. Das gibt's ja wohl nicht. Also, ich hätte ich in dem Fall lieber die Höllenspirale ausrüsten sollen. So, jetzt aber. Nein! Nein! Oh shit. Oh shit. Ach. So. Jetzt mal besser und jetzt.
Oh shit, na toll. Ja, beide sind K.O. Ist klar. Seems legit. Jetzt habe ich wieder. Jetzt bin ich wieder am Arsch. Jetzt reicht's. Und nur her, Wiz. Jawoll. Voll. Keine Schaden. Das ist gut. Wenn ich ihn jetzt besiege, dann habe ich umso weniger Probleme mit Bills. Also komm. Nein, Bills. Bills, bleib weg von mir. Oh shit, na toll. Schnell, schnell. Nicky Kapsel M, dankeschön. Das ist heftig. Alter. Alter. Oh Mann. Geht weg von mir. Oh Mann, ey. Wiz, es wird Zeit, dass du endlich mal sterben gehst. Ja, ja, ja. Natürlich bin ich das nicht. Was erwartest du von mir? Ich bin ein Zeitsoldat der Extraklasse. Ich beschütze die Zeit. So. Und. Na, geh schon down, mein Gott. Eine Fähigkeit. Okay, jetzt darf ich es nur nicht verkacken. Ja, dann bekomme ich... Oh nein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Aber die Technik ist ja langsam. Der trifft er so gut wie gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht auf die anderen konzentrieren. Ich muss mich auf die Zerstörung konzentrieren. Oh, da hat eh schon einiges an Schaden erlitten. Nur noch eine einzige Energieeinheit. Das ist nice. Also ein einziger Gesundheitsbalken. Damit kann ich ihn besiegen. Ja! Wenn ich so viel Schaden mache. Sehr gut. Er ist gleich down. Okay, aber so wird er mir nicht kommen. Oh oh. Oh shit. Oh shit. Shit, 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 shit. Geh weg da. So, komm nur her. So, Ausdauer wieder voll und jetzt! Ja! Oh shit. Schnell aufladen. So. Super Saiyajin! Und ultimativer Angriff. So, Bills, du bist am Arsch. Wenn ich dich erwische. Wenn ich das jetzt treffe, mein Freund. Bist du Geschichte! Ah! Das Bohnen. Chief, ich hoffe nur, dass er jetzt der einzige. Ich hoffe, dass jetzt nicht auch nur Wiz versteht. Oh oh. Oh 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 oh. Da war er noch so gnädig und warte, bis das. Oh shit. Jetzt kommt es. Alter, es kommt. Warte Gottes. Ah! Ja, ich kann sie nicht wiederbeleben. Dafür wird der Gott der Zerstörung. Das will der Gott der Zerstörung nicht nicht zulassen. Ah, jetzt, 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 jetzt. What the fuck? Na, warte, das. Oh man, ich habe keinen Heilungsgegenstand mehr, verdammt. Aber ich könnte es trotzdem noch schaffen. Ich habe eine Chance dazu. Oh shit. Ich will schon wieder einen ultimativen Angriff einsetzen. Der Ball verfolgt mich ja, ne? Okay, aber er erwischt mich nicht. So, komm her. Komm her, komm her, komm her. Mann, lässt er das mal sein? Weg da. Weg, 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 weg. Nein, das ist weg. Verdammt, ich hasse es, wenn er nicht sofort... Scheiße. Ach man. Das hätte so gut werden können.
Shit. Ich wusste ja, das Risiko war zu hoch. Ich hätte damit sofort aufhören müssen. Das ist so blöd. Wenn er jetzt nicht schneller mit diesem Aufladen aufhört, dass er dann noch dazwischen diese Pose machen muss. Mann. In unter 5 Minuten schaffen. Und ja, natürlich Bills dann, den wiederbelebten Bills auch wieder besiegen. War aber alles andere als einfach. Na gut, gucken wir uns jetzt nochmal die ganzen Quests an. Haben wir das auch schon gehabt, oder? Puh. Der Part ist zwar jetzt ziemlich lang, aber was soll's. Also, mal sehen. Also, Bills Zerstörung wissen wir ja, müssen wir ihn bezwingen. Also wir müssen natürlich bezwingen können, ohne dass ohne dass Majin Buu etwas passiert und vor allem, dass sein HP noch über 25% auf über 25% bleibt und dann auch noch Whis besiegen, weil nachdem der Gott der Zerstörung down ist, dann muss noch Whis besiegt werden. Hier einfach Gotenks vor Vegeto bezwingen und dann natürlich auch meine Fresse. Dann natürlich ist ja auch klar, dann noch wie wir es gerade gesehen haben, Gotenks und Vegeto als Super Saiyan bezwingen. Hierbei, in 3 Minuten. Wir müssen den Super Saiyan Gott und Goku in 3 Minuten bezwingen. Alter Schwede. Hier wissen wir leider noch nicht das Bonus-Achievement, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir Freezer, Cell und Kid Buu dazwischen auch bezwingen müssen. So wie ähnlich wie es bei Guldo der Fall war, dass wir Guldo besiegen mussten beim Dragon Ball Sammeln. Und hier müssen wir es unter 5 Minuten schaffen und dann auch noch mal den wiederbelebten Bills bezwingen. Okay. Das war's jetzt mal mit dem Parallelquest. Jetzt im nächsten Part wird es dann endlich mit der Story weitergehen. Sorry, dass ich euch noch so lange davon hingehalten habe und dass ich euch meistens nur mit Fails, meistens auch nur Fails aufgezwungen habe. Wenn es trotzdem gefallen hat, bitte ich dich zu bestätigen. Bis eines. Daumen nach oben, bitte. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4Fig89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.